So, dann würde ich mal sagen, ja, hallo, und hier ist wieder euer Maddi, und zwar mit einer neuen Folge von Conan Exiles, und zwar mit dem guten Stichi und dem guten Basti. Und wir wünschen euch auch Elfle ganz viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Das sieht doch langsam gut aus hier. Da hinten sah ich doch gerade ein totes Krokodil rumpoltern. Mit Tierhaut ist doch gleich Leder, oder gibt es da Ja, Unterschiede nochmal? ich kann die an den Werkbänken noch umwandeln, die Ah, okay. verschiedenen heute. Ja, und vor allem, wir können auch Leder gerben. Also, das will ich nämlich gerade machen. Ich will so eine Leder-Gerber-Station bauen. Dazu brauche ich das und das. Das könnten wir hier hinpacken. So, diese Leder-Gerber-Station. Da. Rezept-Gerberei. Herstellen. Kleinen Moment warten. Wenn ich hier an dieser einen Stelle gerade bin, höre ich immer so eine, wie so eine Fliege oder so ein Moskito. Da denke ich immer hier an diese Todeskitos. So, Sofort die Steine, Totenangst im Nacken, wa? Steine, Leder, Fleisch, tue ich alles mal rein hier. Warte mal, was brauchte ich denn? Wir können unsere Kisten auch rein setzen mittlerweile, dass hier nicht so viel. Vielleicht versuchen wir dann noch von Anfang an vielleicht irgendeine Ordnung zu etablieren. Sinnvoll wär's. Wie viele Pfeile sind denn das immer ein so ein 10 oder 20. Oh, das ist ein Zehner. Rinder und Dings. Boah, ich bin viel zu voll. Ich habe ja meine Handschuhe vorhin von so den Eingeborenen erhalten. Vielleicht sollte man mehr Eingeborene einfach überfallen. Ja, wie gesagt, wenn wir hier so das erste bisschen hier fertig haben, dann können wir gerne weiterlaufen. Kein Problem. Na, auf mich, ja, haben wir ja alles, was nicht in die Nagelpest war, umgekloppt. Todeszone hier. Ich glaube, nach einem Tag setzt sich teilweise auch die Flora und Fauna wieder zurück. Ah, okay. Richtig. Ja, die Krokodile direkt bei uns am Strand sind schneller wieder gespawnt. Ach so, ja. Gefühlt habe ich die weggemacht und die waren sofort wieder da. Ich guck mal bei den Menschen hier am Feuer. Ich Kann ich nicht erkennen. sehe gerade so gut wie gar nichts, ey. Oh, dieser Turm sieht mega cool aus, wo das Feuer ist, ja, wie Mordor. Höllenschmiede. Warte mal, ich habe doch bestimmt noch ein paar Talente, die ich hier attribu. Oh, ich könnte 18 Punkte könnte ich irgendwie hier verbraten. Geil. Vitalität. Ein bisschen mal überleben. Belastung. So, hier ist noch ein Lendenschurz drin, wir hatten noch nicht. Mati, du, bist du ja gerade mit Ich mir? Nimm dir mal bin. hier aus der Rüstung gerade das raus und zieh das an. Da hast du schon mal eine Hose, eine neue. Jo, danke. Ich würde auch mal gucken wegen Betten. Dass wir hier mal drei Betten bauen. Bräuchte mal Oh Holz, ja. Tierhaut und Zwirn. Habt ihr noch Drei Pflanzen? Habt Plätzchen. ihr Pflanzenfasern auf Tisch? 12 Stück. 21. Kann ich Kannst du gebrauchen. haben. Danke. Die Werkbank eines Schmiedes haben wir ja jetzt schon, ne? Das steht Genau, da. wir haben die Werkbank des Rüstungsmachers. Nee, und einen Gerbertisch. Schmied haben wir, glaube ich, noch nicht. Die müssten wir noch bauen. Die könnte ich auf jeden Fall bauen. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch mehr bauen kann. Gut, okay, aber wir brauchen Eisenbahn dazu. Alles klar, okay. Also das passiert erst nach Eisen. Dann haben wir es soweit, denke ich mal, erstmal. Wir haben jetzt Leder. Na, wir können. Na, was ich. Ich bräuchte 60 Tierhäute, um uns drei Betten zu bauen. Dann können wir doch mal kurz losstiefeln und mal gucken, ob wir vielleicht Eisenbahn finden. Da kannst du ja Stichi ja verraten, wo das ist. Wir können ja einfach losstiefeln. Und wie gesagt, allgemein suchen und vielleicht finden wir dabei Eisen. Wenn wir Tiere finden, holen wir uns das Leder sowieso. Also ich habe Pfeile, ich habe Essen, ich habe Verbände. Ja. Mir aus kann es losgehen. Oh, Verbände ist ein guter Hinweis. Ja. Oh, okay, Pflanzenfasern kann ich nicht machen. Aber ich habe da zumindest ein so ein Aloe Vera Trank. Den mache ich mir jetzt mal schnell. Bräuchte ich mich auch wieder Pflanzenfasern. Wo sind schon wieder Stiche hin? Klassiker. Ich sehe dich gar nicht. Nächster. Ah, okay.
Na dann, Basti, wollen wir mal gucken? Ja, gerne. Na, wo soll es hingehen? Stacy? Jo, ich komme also zur Basis, dann können wir losziehen. Also ich weiß nicht, was ihr jetzt genau hin wollt. Na, wir wollen jetzt mal gucken hier wegen den Eisen. Na, wir brauchen Leder So, und ja, wir brauchen Eisen. dann komme ich zu euch, hole ich ab, weil da müssen wir nämlich in die andere Richtung und da muss man ein bisschen schwimmen. Ah, okay. Seht ihr mal ein bisschen was von der Gegend hier. Hab noch ein paar Gazellen aufgescheucht, weil ich nie Ja, die getroffen sind habe. gerade hier, die sind gerade hier, die sind gerade hier. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh Was ist ja. passiert? Ach. Ja. Gut, egal, mitkommen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ein Schwert und Dolche mitzunehmen. Ich habe jetzt einfach mal B, das sind doch. Ja, das sollte okay sein. Aber ich habe kein Schild. Ich will mal versuchen ohne Schild. Ach ja, dann würde ich vielleicht noch versuchen. Was hast du jetzt eigentlich gerade als Waffe? Na, die hier, die zwei Deutsche. Jo, die habe ich auch. Und wir können ja mal kurz ans Wasser. Ich muss nämlich mal meinen Schlauch auf. Ja, warte. So. Sechs. Ausweiden. Boah. Haben wir nämlich gleich hier heute. Passt wunderbar. Links ist noch so einer. Alles einfach alles an Tieren mitnehmen, was wir sehen. Jo. Ich muss aber mal ganz kurz mal hier auffüllen. Ach da. Wunderbar. Ordentliches Gemetzel hier. Schmackhaftes Fleisch. Hm. Da, ich muss mal ganz kurz die Trinkflasche auffüllen. Hab ich nämlich nicht gemacht. So, jetzt. Du, nimm auch gleich einen Hieb aus der Wasserbulle. Oh, ich war schon ziemlich leer. Entweder ist hier Wüste oder es hat hier alles wieder nicht geladen hier hinten. Bin ich jetzt auch wirklich Wüste? Okay, gut. Oh. Gazelle, Vorsicht, bewegen. Nicht bewegen. Nein! Ich habe auch daneben geschossen. Lass doch gemeinsam drauf schießen. Weiter geht's. Oh, was ist das da drüben eigentlich für ein komisches Gebilde hier? Das sind nur komische Gebilde hier. Ja, irgendwelche Ruinen gibt es auch noch, die wir erforschen können. Ah, okay. Können wir jetzt alle mit Röcken rum? Ja, cool. Ladies? Ja, ich habe zwar noch hier diese komischen Strohgamaschen, aber mindestens oben rum mal ein kleines bisschen bessere Rüstung. Ihr kleinen Ladyboys. Du schleichst so, Stichy? Nö, ich musste mal kurz nur Energie auf. Ah, okay. Wenn der den Bogen in der Hand hat, schleicht er mal automatisch, wenn er normal läuft. Ich bin bestimmt nicht weiter, ist besser. Also ich wollte nur erklären, warum du geschlichen bist. Alter. Aber da hätten wir uns in Ja. der Hauptbase mal. Hattet ihr euch da eure Betten hingelegt? Ach so, ja, oben liegt doch mein. So ein Strohbett, ja. Aber halt nicht drinnen, sondern draußen. Ich wache dann quasi vor der Hütte auf. Ja, hatte ich jetzt vergessen, aber na egal. Ich hoffe, man das nicht Ja, stört. Hauptsache erstmal was. Genau. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir sterben. Wenn wir wieder da sind, haben wir dann vielleicht schon genug Tier heute. 2 Sekunden später, Matti, tot. Aber ich glaube, hier war irgendwo ein Krokodil, dächte ich. Ja, bei uns direkt am Haus, an dem Strand sind ja viele Krokodile. Da Ist aber auch können wir gut für eigentlich schon Leder. mal durch. Gut für Ja, Leder. können wir mal Ja, durchgehen. wir haben einen hohen Verbrauch sowieso an Leder. Auch die nächstfolgenden Rüstungen, Leder, bitte. Da ist es. Krokodok. Krokodok. Wie gesagt, easy. Mit euch mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Ich konnte nur das Fleisch jetzt nicht aufnehmen. Wo seid denn ihr? Wo ist denn Basti? Basti, bist du noch da? Ach, da hinten. Ach da. Hat er sich im Busch versteckt hier, wirklich? Der Stein sah halt anders aus. Bei Ja, ja, mir da ist ein bisschen anderes Biom ist. Da dachte ich schon, das ist vielleicht Eisen. Da wollte ich mal so einen Stein hacken. Rechts ist ein So. Dude. Zwei Dudes. Das sieht eisig aus, ja. Eisig aus, genau. Und weiter hier um die Ecke geht es dann auch weiter mit dem Eisen. Ah. Gut, dann raus und. Nibbeln.
die nächsten Werkzeuge sind die Eisenwerkzeuge, dann kriegt ihr dann auch mehr raus, ne? Ah, okay. Grundsätzlich. Ja, es ist wie bei Ork. Ja, irgendeiner hat es kopiert, ne? Und du mal. Ich muss sagen, grafisch sieht das auch schon alles schick aus hier. Dann, bevor wir zur Basis zurückgehen, würde ich euch gerne noch was zeigen. Und zwar hier am Strand entlang. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten schon seht, hier gegenüber in die Richtung, diese Ruine, so am Horizont. Ja. Da möchte ich gerne mit euch rein. Jetzt? Ja, das schaffen wir auch. Dann würde ich mal definitiv ein Bettchen bauen, oder? Was brauchst du eigentlich? Was kannst du machen? Aus irgendwelchen Fasern oder so? Naja, würde ich mir nicht. Würde ich mir mal schnell ein Bettchen hier hinsetzen, wisst ihr? Sicher. Greifen wir mal eben mal diesen Käfer rein. Dick. Einherstellen. Dort ein paar Sekunden. So, auf jeden Fall dann das Eisen einschmieden, wenn wir zu Hause sind. Ja. Würde ich mich drum kümmern. Vielleicht können wir da noch eine Kiste neben diese Schmiede dann bauen irgendwann mal. Acht. Dass wir da dann immer direkt das Zeug reintun können. Oh, vom Laufen eine Stufe aufgestiegen. So gefällt mir das. Das hat hier schon glaub, nicht wirklich wahr. Ach, da hinten seid ihr. Oder da vorne ist ja eine Schlange. Wo ist eine Schlange? Hier rechts, auf dieser Insel. Oh, krass. Ich weiß nicht, wie schwer die ist, Basti, ne? Ja, da gehen wir jetzt nicht hin, das ist klar. Ich habe noch ein bisschen Platz für Eisen, deswegen baue ich... Ich auch. Wir müssen knüppelvoll sein mit Eisen, damit wir hier erstmal dann einschmelzen können, bis zum geht nicht mehr. Alleine schneiden wir ja Eisenaxt schon 30 Eisenbarren, ja. Krass. Ah, ja. Ja, lieber Stein wegschmeißen oder alles andere, was wir dann im Inventar haben, um das zu schaffen. Ja. Dann mach ich mal die Hälfte vom Stein mal weg. Ja, ich mach gleich komplett den Stein weg. Nützt da nichts. Stein finden wir bei uns. Okay, da drüben ist noch Schlange. Okay. Gibt's zufällig einen Knopf, wo man die Waffe, die man in der Hand hat, wegsteckt? Habe ich bisher noch nicht. Ja, du kannst nochmal auf die Waffe draufpacken und dann packt das sie weg. Ja, nur wenn ich jetzt die 6 oder so hab, dann komme ich da mit meinen Kribbelfingern immer nicht hin. Vielen Dank. Ah. Ins Wasser. Rücken schwimmen. Oh, die Schlangen sind. Schwimmen. Ich hab Angst. Schwimmen, der Batti, hier ist gelbes Wasser. Angst musst du erst haben, wenn es braun wird. Gute alte braune Wasser. Schon krass, wie weit man schwimmen kann. Kannst auch tauchen, ne? Mit C. Aber wir müssen noch gucken wegen Ausdauer dann, ja? Weil ich glaube, dann braucht er auch Lebensenergie. Keine Ausdauer mehr. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Mal gucken, was passiert. Bis jetzt noch, Johannes, warst du langsamer. Ja, ist komisch, oder? Ja, ist okay. So, da kommt noch gleich ein Dude. Kannst ja unendlich schwimmen hier gefühlt. Erstmal Ausdauer tanken? So. Okay, die 6 Kadaver mitnehmen. Danke. Da unten ist noch ein Dude. Warte mal, ich pick die mal an. Zwei. Nein, die wurde Wand geschossen. Gibt's denn sowas? Dann pick ich den anderen an. Da kommen natürlich alle beide. Ach. Warte mal, ich versuch mal Hinterhältigkeitsschaden. Das mit den Dolchen, Matti, ist wirklich OP, hätte ich beinahe gesagt. Jo. Das Zielen ist manchmal noch gewöhnungsbedürftig, wenn er so nach vorne. Basti, bei den Dingern ist es wirklich so, wenn du von hinten mit den Dolchen reingehst, machst du bestimmt doppelt und dreifachen Schaden. Okay. Na dann, passt doch. Easy! Wenn Steffen so auf andere Sachen geht und wir so auf dann, sowas. Da liegt noch irgendwas? Achso, das ist nur ein Kadaver hier, oder? Ach, ich dachte auch, da liegt ein Schwert oder so.
Ich hab den gerade. Ich hab die Dinger gerade mit dem Dings. Oder warte mal, vielleicht haben wir hier irgendwo Loot. Also, was ich nicht weiß, ob man auch nach oben klettern kann, ne? Man kann ja so an Wänden klettern. Aber ich weiß, dass man Überhang. Wie das bei Über. Ja, wie das bei Überhängen ist, ne? Achso, wir müssen unten lang. Du hast keinen Bock auf so eine Schlange, ist drin. Und links ist so ein großer Dude. Oh ja. Ja, wir sind jetzt zu dritt und ich mach wieder. Jo. Oh. Schwierig. Wollen wir mal gemeinsam auf den großen Dude dann schießen, dann machen wir den schon mal einen gewissen Grundschaden. Jo, alle Punkte spannen. Und ja, okay. Spannend. Schuss so. Auf. Eins, zwei, drei. Feuer. Er hat auf alle Fälle den Tod gekauft. Was wirklich? Oh, oh, wie viel kommen da? Weg, Leute! Totenkopf-Symbol, ich bin raus hier. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh no. Oh no, oh no. Verfolgen die uns? Yo, scheiße. Die schwimmen? Ja. Ey, ist er nicht tief. Alter, die übelste Krabbelbande. Das sind doch nur kleine Mongos, melden mich einfach um. Die kleinen ja, aber der große? Zack, zack und zack und das ist doch jetzt zum Leveln. Okay, mal kurz beiseite, Ausdauer tanken. Wir können mal weg bei dem Großen, weil wenn der Blutungsschaden drauf hat, dann geht er erstmal so runter. Dann machen wir dann jo, der Akro-Management. Der ist gerade auf mich Akro. Ja, genau, du siehst. Immer schön blocken, Manni. Mit dem Gesicht wieder geblockt. Der Klassiker. Der haut aber auch Ausdauer runter, ne? Ja, ja. Ja, ja, ich hab ihn gerade. Kannst. Er ist weg? Der ist weg, ja. Und er ist zurück wieder. Wir sind zu weit weg vom. Okay, gut, jetzt lass es mal hier bleiben. Hast du dir eigentlich so ein Bett gemacht, Matti? Na, hier vorne irgendwo, warte mal. Okay. Oh, das war jetzt doof. Den hätten wir doch beinahe gehabt. Den hätten wir gehabt, ja. Wie? Der ist weg komplett oder was? Der ist weggespawnt auf einmal, weil wir zu weit weg waren vom. Vom Host? Oh, jo. Krass. Na, Host weiß ich nicht, aber irgendwie ist der auf einmal. Ja, dann ab sofort, ich sag mal, bevor wir irgendwelche Dinger reingehen, irgendwo dann in die Nähe einen Spawnpunkt setzen. Bin gleich ein Level aufgestiegen hier. Ich auch. Hä, Kampfmusik? Oh, bei mir. Was seid denn hier? Ich bin mal kurz im Menü, Steffen. Sag mal bitte, wenn irgendwas passiert. Dito. Dito ist nicht gut. Bitte im Menü sind. So, ich bin gleich wieder bei euch. Ein herzliches Willkommen an den neuen Zuschauer. Ich begrüße dich ganz herzlich. Und weg ist er. So. Schwämmen. Ich habe mir jetzt diese Rollen habe ich mir mal auf die Mausknöpfe gelegt mit. Weißt du? Ich habe vorhin auch mal das Inventar, weil auf I, das war mir so blöd. Ich habe mir das mal auf Tab gepackt, da brauche ich mich wegen Fallheim nicht umgewöhnen. Das stimmt allerdings, ja. Basti, wir kriegen Besuch. Warte mal, ich muss mich erstmal heilen. Dann mach mal danach bitte nichts mehr. Ich muss mal unbedingt hier was zu essen braten, das ist mir alles weggegammelt. Ich muss mir erstmal eine Heilung reindrücken, sonst wird das nicht. Jo, ich muss mir auch erstmal ganz schnell anziehen hier. Die Steinklingen. Das. Messer. Halt muss ich auch passiv eigentlich. Guck mal, was ist? Jo. Warte mal, dann mache ich. Habe ich noch so ein Bettchen? Ja, Faserbett. 8. Punkt. So, Spawnpunkt aktualisiert. Kostet es eigentlich die Reparatur was? Von den Gegenständen? Ja. Du brauchst Stein. Hab ich nicht. Was ist denn dein Leiche jetzt noch hier? Geht nicht weg.
Na gut, dann gehen wir nochmal rüber und gucken, ob der Große da ist. Ja. Wenn der Große alleine da ist, ist ja alles easy. Dann können wir den ja wirklich beschäftigen, sag ich mal. Ist auf jeden Fall wieder da. Der Kleine aber auch. Okay, krass. Also wie gesagt, ich habe da drüben mein Bettchen hingelegt. Moment. Okay, hast du? Ah, hab jetzt nicht gesehen, dass es mehr Schaden gemacht hat. Vielleicht habe ich auch einfach falsch Moment daneben gehauen. Ist auch möglich. Wollen wir nochmal auf den oben schießen? Meinst du, wir können die untere, der hier war doch eine kleine Mini-Armee hier unten, ich sehe sie ein paar, dass man die einzelnen rausholen kann. Ja, aber wenn wir auf die schießen, kommt der Große vielleicht auch bloß, ne? Nee. Okay. Gut. Dann? Ja, die können wir auch so wegklüppeln. Hauptsache, die kommen. Dann lass bloß ein bisschen hier zurückgehen. Ja, solange der Große nicht kommt, ist die Welt in Ordnung, ne? Oh, so ein... Netzelei, ey. Boah! Alter. Da war so ein Explosionstyp mit dabei. Ach so, echt, ja? Ja, der hat mich auch gerade gut nochmal weggedrückt. Gut, dann alle heilen und dann machen wir uns für den großen Fall, würde ich sagen. Aloe Vera, jo. Bogenschützen! So, warte, bereit? So, warte. Jo, bin ich. Gut. 3, 2, 1, Schuss! Oh. Du musst aufpassen hier mit dem rechten Bogen, dass du nicht deine komplette Ausdauer wegspannst. Jo. Ich hab jetzt mal Schild. Wer hat Aggro, ist die Frage. Ich hab Aggro. Okay, gut, okay. Dazu. Blocken auf mich. Versuchen wir den Deutschen vielleicht mit der Rechten, dass wir erstmal diesen Blutungsschaden auf ihn draufkriegen. Oh, okay. Er wechselt. Madi, einfach nur ganz langsam, ganz ruhig bleiben. Ich komme mal so schnell hinterher hier. Keine Ausdauer. Ausdauer wird doch ein Problem. Ja, und ich bin auch gleich wieder tot. Dann renn. Dann renn ganz. Steh nicht. Kriegen die Schläge durch? Hast du keine Ausdauer? Die Stege ging durch und ich habe die ganze Zeit geblockt. Aber ich blocke auch nur mit dem Holzschild. Bei mir kommt nichts durch. Okay, aber diesmal könnt ihr zumindest weiterkämpfen. Was die? Ja, ich hab ich sterbe gleich. Ja. Schade, weil er ist tot. Ja, es war der letzte Schlag. Ich hab's nicht mehr geschafft, wegzurollen. Okay, dann warten wir hier auf dich. Ich hab einen. Ah, nee, da bist du. Krass. Wie, da bin ich. Wie bin weil ich? Der Horst war zu weit entfernt gewesen, da hat er dich mitgezogen. Ach krass. Den nehme ich. Ich habe irgendwie einen Eisentopf bekommen. Du bist doch Koch, brauchen wir den? Ein einfacher Eisentopf steht mitnehmen, hier. Mitnehmen. Soll ich ihn dir hinschmeißen? Halten selber. Halten selber. Zack. Was ich frage mich. Ich bin dumm gewesen. Ich bin in Panik geraten. Das ist viel Schaden. Man hätte einfach nur noch mal wegrollen müssen, dann wäre alles entspannt gewesen. Eigene Doofheit. So, Waffen weglegen. Nee, so nicht. F, C. So, X. Hast du den Kochtopf jetzt selber behalten? Ich hab den jetzt wieder aufgenommen, ja. Weil ihr den nicht kann. Ja, nein, ich war im Menü noch, um das zuzusortieren. Ah, okay. Oh, du hast etwas entdeckt. Eine östliche Kaserne. Komm mal kurz, Stein. Ich muss jetzt meine Ausrüstung reparieren. Alles schon ziemlich Schaden hier genommen. Der alte Knüppler hat sich jetzt ziemlich viel runtergedroschen. Jo. So, wollen wir mal gucken, nicht, dass wir hier auch irgendein Loot haben oder so, den wir. Hab ich vergessen, außer sie mitzunehmen? Irgendwelche Kisten oder so? Weiß nicht, ob sich hier draußen sehe ich noch ein paar Vögel. Ob sich hier drunter irgendwas versteckt? Ich weiß ja nicht. Kann man da irgendwo hochklettern? Nee, da war ja mit diesem Überhang. Oder? Angst, dass ich hier runterfalle. Jo, da müsste es doch irgendwas geben, jo. Also ich kann hier hochklettern.
Wow. Leertaste gedrückt halten, ja. Wenn du einmal dranhängst, kannst du sie auch loslassen. Ich warte erstmal, ob da oben überhaupt was ist. Meinst du, wir würden hier ein Abzeichen kriegen, wenn wir es geschafft haben? Weiß ich nicht. Wir können es, wie gesagt, einfach ausprobieren. Try and error. Wie wir es bei Fallen auch gemacht haben. Einfach mal ausprobieren. Ah. So. Warte, das schaffen wir doch, oder? Ich denke auch. Ah, ist da oben ein Dude oder was? Ich bin oben, nee, ist nichts. Absolut nichts. Wir sind eine Einfassung. Ein Liebesnest. Ich fühle mich verarscht. Beschissen, aber das kennen wir ja auch aus anderen Spielen. Okay, wenn du eine Leertaste drückst, dann lässt es sich runterrutschen. Oh, okay. Was passiert, Manni? Ich bin vom Berg runtergefallen. Lebst du noch? Nö. Was, lebst du noch? Ja, ja, ich stehe da drin und bin gerade im Talentbaum. Hier steht, du wurdest getötet durch dir. Kann man jemanden suchen, wo mein Lootsack liegt? Na, eine Leiche hier unten. Bist du schon da? Ja, ich bin schon am Gebäude, ja. Komm runter. Ich habe diesen Feuerschalenkessel noch gelernt. Guck auf der Karte, wo ich stehe. Ah, hier. Guck da mal die. Hier in den Büschen kriegt man falsche Alraune. Hm? Hab ich auch schon mitgekriegt. Aber was man damit machen kann, keine Ahnung. Ein Busch mit kleinen Beeren. Kann man die essen? Nee. Ja, ich würde sagen, lass mal zurückmachen und Eisen schmelzen. Jo. Jo, können wir gerne machen. Nützt ja nicht. Taschen sind eh voll. Schön. Das willst du groß machen. Samen, Stein. Jo, ich habe 75 Eisen auf Tisch. Wo ist Basti? Dass ich das packe. Wo ist Basti? Ich bin auf der anderen Seite. Von wo wir gekommen sind, also rechts von euch. Ach da. Ich glaube, ich sehe dich irgendwo. EU, so ein bisschen. Na dann. Ist nur echt so dunkel wie so ein Bärenpappus. Hier siehst du echt gar nichts. Ich hoffe mal, dass nichts im Wasser ist. Du hast zum Glück sehr. Basti, du hast zum Glück sehr helle Haare, an denen kann ich mich orientieren. Die leuchten so ein bisschen im Dunkeln. Ja, wenn man öfter mit Steffen spielt, dann werden die Haare irgendwann grau. Einschließlich meine eigenen. Schwämmen, schwämmen, schwämmen. Da hab ich übelst Dusel gehabt bei meinem Tod, ne? Dass Maddy da war. Jo. Meine Rolle war ja an unserer Basis, da hätte ich erstmal flitzen können. Und schon wieder haben wir den Basti vor einer langen Reise gerettet. Ja. Boah, ärgert mich nach wie vor, dass ich gestorben bin. Einfach zu dumm gewesen, im richtigen Moment zu rollen. Ja, die Aussetzer von Basti werden mittlerweile immer größer. Hat jemand eine Fackel? Ich habe eine Fackel angemacht, dass wir wenigstens ein bisschen was sehen. Weil in der Nacht ist es ja echt richtig arschdunkel. Arschdunkel. Wir trauen uns, wenn es mehr als einer ist, nicht drauf. Dann müsste schon immer unter Überzahl sein. Oh. Oh. Krokodok. Jo. Jo, nochmal eine Stufe bekommen. Sehr schön. Alle um das Leder hier packen, ja, ey. Jetzt kommt dann eh nur eine Gemeinschaftskiste, aber Hauptsache ich hab's reingetan. So. Wollen wir die Tierchen hier noch mitnehmen? Klar, was nehmen. Bereit? Weiter. Jo. Jo. Oh, der merkt aber nicht. Nee, irgendwie. Das ist ein Skorpion. Das sieht aber gefährlich aus. Erst beim dritten Pfeil, der da drin stecken hat, merkt das. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, ob wir den Skorpion bekommen?